Erinnert euch zurück so, als ihr so 6, 7 Jahre alt wart. Okay? Einmal zurückerinnern. 6, 7 Jahre alt. Ihr seid bei euch an der Grundschule. Gegenüber von der Grundschule gibt es einen geilen Kiosk. Und es ist Anfang Juni, kurz vor den Sommerferien, 26 Grad Deutschland, keine Wolke am Himmel, es ist heiß. Ihr kommt um 13 Uhr pünktlich von der Schule, euer Leben ist perfekt. Es ist perfekt. Ihr habt euch morgens von euren Eltern so 60, 70, 80 Cent mitgeben lassen und ihr seid reich. Ihr habt 80 Cent, Bro. Mit 80 Cent Reichtum. Du kannst dir im Idealfall einfach 4 Wassereis davon holen. 4 Wassereis. Weißes Wassereis, maximal underrated. So gut. Du bist da mit deinen besten Kollegen. Messi, Aguero und Kömann und Depay. Ihr chillt. Die 4 Kollegen, 7 Jahre alt, chillen da. Wollen sich für 20 Cent jeder Wassereis gönnen. Die besten Freunde. Und dann kommt das viel zu reiche, abgehobene Bastardkind um die Ecke namens Paris Saint-Germain, guckt euch an, spuckt euch in die Fresse, macht einmal und sagt: Nee, meine Eltern haben mir heute 10 Euro mitgegeben, ich habe schon alle Wassereis gekauft. Fickt euch. Komm, Leo, wir spielen zu zweit. Und Leo steht da, guckt Depay, guckt Kömann, guckt Aguero an und sagt: Ich wollte schon mit meinen Jungs Wassereis essen, aber naja, der hat alle Wassereis. Der hat alle Wasser. Da sind meine Freunde, aber der hat alle Wassereis. Na! Bro, so viele Wassereis habe ich noch nie gesehen. Es tut mir leid, Sergio. Tut mir leid, Memphis. Tut mir leid, Kömer. Ich muss weg. Der hat alle Wassereis. Tut mir leid. Der hat alle Wassereis. Ich muss dahin. Der hat alles.